Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Und zwar wird das wieder ein Tag-Video werden. Und zwar heißt dieser Tag Schätz doch mal Tag. Und zwar hat sich das Video wieder eine Abonnentin von mir gewünscht, Alina Cat. Die hat geschrieben, ich soll mal und dass ich mal so ein Video machen soll. Also ich erkläre mal ganz kurz, wie das funktioniert. Und zwar habe ich 11 Fragen bekommen wieder von ihr. Und zum Beispiel soll ich jetzt zum Beispiel die Frage. Und zum Beispiel die Frage, wie viele Jungs waren schon in dich verliebt? Und da muss ich dann raten. 3. Vielleicht waren es 3 oder so. Also, da muss ich dann einfach raten. Und ich weiß zum Teil nicht, ob es wirklich stimmt. Oh, ich habe gerade den Nagellack umgeschmissen. Ich muss den mal wegräumen. Gut, dann geht es auch schon los. Gut, die erste Frage: Wie viele Jahre deines Lebens hast du schon woanders übernachtet? Ich glaube ungefähr 10, 20 Mal, keine Ahnung. Dann zweite Frage. Wie viele Jungs waren schon in dich verliebt? Weiß ich doch nicht. Bei einem weiß ich es. Also ich weiß, dass einer mal in mich verliebt war. Und zwar war das der. Da war ich noch bei der Jugendfeuerwehr und da hat sich einer in mich verliebt. Der ist auch in meine Schule gegangen. Zwar nicht in meine Klasse, aber der ging auch in die Schule, in die ich ging. Und ja. Dritte Frage. Was war das meiste, was du jedes Mal an einem Tag getrunken hast? Also wie viele Liter? Es ist jetzt verschieden. Ich trinke ab und zu Cola und recht viel Saft. Also ich trinke mindestens einen Haufen Liter halt. Ich weiß jetzt nicht ungefähr wie viel Liter. Ich bin nicht so eine Liter-Expertin. Sagen wir mal, weiß ich nicht, 10, 20 Liter am Tag trinke ich jeden Tag immer Saft. Vierte Frage. Wie oft am Tag denkst du an Essen? Kommt drauf an, was es zu essen gibt. Wenn es etwas zu essen gibt, das mein Lieblingsessen ist, dann denke ich mindestens 5 Mal am Tag daran. Fünfte Frage. Wie oft schaust du in den Spiegel? Gut, das kommt jetzt darauf an, ob ich ein Foto mache von mir, ein ganzes Foto. Drei bis 4 Mal, circa. Sechste Frage. Wie oft hast du schon in deinem Leben de deine Haare geschnitten? Ich hasse es, meine Haare zu schneiden. Die sind jetzt schon so lange. Elf, 10 Mal. 10, 11 Mal. Oder so, wenn nicht weniger. Siebte Frage. Wie viele kleine Insekten hast du schon mit Absicht getötet? Alter, was ist das für eine brutale Frage? Mindestens an die 30. Achte Frage. Wie oft streitest du dich im Jahr mit deiner Familie? Oh, genug, genug. Mindestens 30 Mal. Neunte Frage. Wie viele Leute haben schon wegen dir geweint? Mein Freund kann sein, wie ich Schluss gemacht habe mit ihm. Es kann sein, wie ich mit meinem Freund vor ein paar Jahren Schluss gemacht habe, dass er geweint hat, aber ich weiß nicht. Zehnte Frage. Wie viel Geld hast du schon deines Lebens verloren? Es kommt jetzt darauf an, ob es damit gemeint ist, ob ich mir damit was gekauft habe und dass ich es dann verloren habe. Wie war die Frage? Wenn man das jetzt so zusammenrechnet,
Oh, da ist ein Begräbnis. Heute ist ja ein Feuerwehrmann. Ich muss jetzt noch kurz was erzählen, bevor ich die Frage beantworte. Aber so spät? Naja. Vor kurzem ist ein schon sehr alter Feuerwehrmann verstorben. Und wir haben jetzt dann gleich das Begräbnis. Aber so spät, es ist 19:01 Uhr. So spät. So spät gab es ja noch nie im Begräbnis. Okay, nochmal die Frage. Wie viel Geld hast du schon deines Lebens verloren? Also wenn man das jetzt zusammenrechnet, fast 100 Euro. Wie ich mir etwas gekauft habe, sind das fast 100 Euro, schätze ich mal. Und die letzte Frage, wie oft denkst du am Tag an deine Haare? Eigentlich fast nie. Außer wenn ich mir wieder im Kopf habe, meine Haare wieder zu färben, weil ich habe mir meine Haare jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal gefärbt. Ganz dunkelbraun. Und es kann sein, dass ich sie mir jetzt dann bald mal wieder ganz schwarz färben werde. Aber ich denke eigentlich nie an meine Haare. Ich habe oft, bevor ich einschlafe, denke ich immer daran, ach scheiße, hoffentlich schneidet sie mir nie irgendwer ab, wenn ich schlafe. Weil oft ist es bei mir so, wenn ich aufwache, da gehe ich dann oft, fühle ich mal hinten, wie lang jetzt meine Haare eigentlich jetzt schon sind. Oder ja, wie lange die jetzt eigentlich schon sind. Oder ich gehe zum Spiegel und schau mal. Und da habe ich dann oft immer das Gefühl, die sind jetzt kürzer. Und da habe ich immer Angst, mir schneidet die jemand ab. Oder bei meinen ersten Projekttagen der Volksschule habe ich auch immer geglaubt, Angst gehabt, hoffentlich schneidet mir niemand meine Haare ab. Oder jetzt auch vor kurzem bei einer Projekttage meiner Klasse. Ja, bei mir sind meine Haare sehr wichtig, die sind auch schon ziemlich lange. Von, oha, gebt euch mal. Okay. Von vorne sind jetzt nicht so lange, warte mal. Von vorne sind jetzt nicht so lange, aber hinten gehen sie schon bis zum Po. Also sie sind hinten länger, egal. Gut, das war's dann mit dem Video. Das war jetzt auch die letzte Frage. Es kann sein, dass ich morgen ein Video hochlade. Ein Konzertvideo. Da ist bei uns in Linz so ein Kronefest. Da spielen verschiedene Gruppen, zum Beispiel wie Petro Lombardi, Christine Stürmer, Selena Gomez, Anastasia und so alte Gruppen aus den 90ern und alles. Und das werde ich mir morgen vielleicht anschauen und da werde ich Anastasia filmen, also von ihr einen Auftritt filmen vielleicht. Und Manfred Manns Earth Band oder wie der heißt. Okay, gut, das war's dann mit dem Video und bis zum nächsten Video.